Einige von euch, die kennen mich wahrscheinlich schon. Ich habe in Auerbach auf der ersten gemeinsamen Vogtlandversammlung damals schon was gesagt und habe die freie Impfentscheidung gefordert. Mein Name ist Alida Schmidt. Ich bin Mitglied im Netzwerk Sächsischer Zahnärzte, das ich ursprünglich gegründet hatte, um die freie Impfentscheidung zu propagieren. Wir haben also alle über 700 Bundestagsabgeordneten angeschrieben. Wir haben die Bundesratsmitglieder angeschrieben und haben für diese freie Impfentscheidung geworben. Vor allen Dingen dann auch im Gesundheitswesen. Was das Ergebnis ist bekannt. Mittlerweile sieht es ja so aus, ich weiß noch nicht genau, ob es beschlossen wurde, aber zum Ende des Jahres läuft zumindest die Impfung oder die Impfpflicht im Gesundheitswesen aus. Aber ich denke, das ist nicht, weil man besonders menschenfreundlich ist, sondern ich interpretiere es einfach so, das muss man einfach so sagen. Also ich weiß es von den ärztlichen Kollegen auch, das Gesundheitswesen steht mit dem Rücken zur Wand. Also das sind so viele gesundheitsfremde Leistungen in den Katalog aufgenommen worden, aber beziehungsweise Leistungen, die nicht von den Beitragszahlern getragen werden können. Also es sind viele Mitbürger aufgenommen worden in die Krankenkassen, die hier noch nie eingezahlt haben. Das muss man einfach so sagen. Das kann einfach vom Gesundheitswesen oder von den Beitragszahlern des Gesundheitswesens nicht mehr geleistet werden. Jetzt stehen nächstes Jahr Honorarkürzungen an, sowohl bei Ärzten als auch in unserem Fachbereich. Viele Leistungen werden dann nicht mehr angeboten werden können. Also das, denke ich, ist einfach der Grund, warum man es jetzt auslaufen lässt. Also die können einfach nicht mehr. Ich wurde aber gebeten, mich auf das Thema Impfnebenwirkungen zu konzentrieren, weil alles andere weiß ja jeder. Ne? Es gab, das muss man sagen, bei diesen Infektionen gab es Post-Covid. Es gab auch Todesfälle. Aber da weiß man nicht, ist das eine falsche Behandlung gewesen, falsche Behandlung in Krankenhäusern, zu spät behandelt, schlechte Betreuung durch Hausärzte. Also da spielen viele Dinge eine Rolle, warum es da auch so viele Todesfälle gab. Also viele Sachen sind einfach schlecht behandelt worden, das muss man einfach so sagen. Dann kam aber das Thema jetzt auf uns zu, dieser Impfschäden oder ja, dieser Schäden durch diese Impfung oder durch diese Genbehandlung, also eine Impfung kann man ja nicht sagen, also es wurde ja schrittweise zurückgerudert. Erst hieß es ja, wir müssen uns alles solidarisch erklären, es ist ein Selbstschutz, es ist ein Fremdschutz. Dann hieß es, es wären bloß noch schwere Verläufe gemindert und dann war es auch schon gar kein Fremdschutz mehr. Managerin von Pfizer hat ja vor der EU am 10. Oktober bekannt gegeben, dass diese Wirkungen auf Fremdschutz überhaupt nicht erforscht wurden und dass man sich mit dem Thema überhaupt nicht befasst hat, also die Impfung ist sicher. So. Jetzt ist das Thema, wie gesagt, Impfnebenwirkungen und da hat die Gesellschaft Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie unter der Führung von Dr. Weigel und Professor Bakti und einigen anderen jetzt die Initiative ergriffen und hat eine Vermittlungszentrale geschaltet, die man telefonisch erreichen kann, weil einfach die Impfnebenwirkungen explodieren. Und es gibt viele Menschen, die keine Ansprechpartner haben, die nicht wissen, wo sie mit ihren Nebenwirkungen behandelt werden können. Die Universität Marburg, dieses Post-Vac-Zentrum hatte, die haben 5000 Leute auf der Warteliste, die warten ein Jahr auf eine Behandlung. Also das ist ein völliges Unding. Und es gibt aber mittlerweile eingeschriebene Therapeuten, die sich mit dem Thema befassen. Da hat die MWGFD hat also eine Therapeutenliste und man kann sich dorthin wenden.
Also wenn Sie Menschen kennen, die unter Nebenwirkungen leiden dieser Impfung, die nicht von ihrem Hausarzt ernst genommen werden, denen immer erzählt wird, das sind nur, die müssen einen Psychiater haben, also die einfach abgewiesen werden, die sollten sich bitte dahin wenden. Es gibt eine Telefonnummer. Ich kann das hier gerne ansagen, wenn sich das jemand aufschreiben will. Das ist die Telefonnummer 0851 2042 5683. Und das ist auch unter der Internetadresse von der MBGFD nachzulesen. Das ist eine Vermittlungszentrale, die ist Montag bis Donnerstag von 9 bis 11 Uhr und von 17 bis 19 Uhr geschaltet und Freitag von 9 bis 11 Uhr. Also es gibt keine medizinische und psychologische Beratung, keine Terminvergabe. Aber es gibt eine Hilfe bei der Vermittlung von Ärzten und Therapeuten. Im Moment sitzen die vorwiegend im süddeutschen Raum. Es gibt aber, wer jetzt noch keine Hilfe hat, es gibt auf dieser Webseite auch einen Erste-Hilfe-Leitfaden. Also das kann man auch zu Hause schon, oder man kann das weitergeben. Da ist ein Leitfaden, den kann man herunterladen. Das sind Möglichkeiten, wie man sich zu Hause schon erstmal helfen kann. Es sind Medikamente angegeben, es sind Handlungsanweisungen angegeben, die sehr hilfreich sind, die ich auch so bestätigen kann, dass das Möglichkeiten sind, um körperlich erstmal die Immunabwehr wieder aufzubauen, um Nebenwirkungen zu lindern. Das ersetzt natürlich eine medizinische Beratung nicht. Es ist zum Beispiel angegeben, eine Vitamin-D-Gabe, 5000 Einheiten täglich in Verbindung mit Vitamin K2. Also da weise ich besonders ausdrücklich hin, dass solche Sachen schon in die Kontrolle eines Arztes gehören. Aber es ist Folgendes. Sie müssen diese Leute, die diese Nebenwirkungen haben, die müssen das aktiv nachfragen. Aus meiner Erfahrung ist es so, dass die Hausärzte da sehr zurückhaltend sind. Also sie müssen das einfordern. Die Leute müssen das einfordern, anders funktioniert es nicht. Dann, wie gesagt, gibt es noch eine Liste von Post-Covid-Ambulanzen. Wer da Interesse hat und da wissen will, wo er sich hinwenden kann, das kann auch abfotografiert werden, beziehungsweise kann bei mir erfragt werden. Wer noch andere Fragen hat zu diesem Thema, da kann ich, soweit es möglich ist, erstmal weiterhelfen. Ich habe noch eine Ergänzung. Ich habe für alle diese Aussagen hier noch eine interessante Broschüre. Viele kennen die, da steht eigentlich alles Wissenswerte über die letzten 2 Jahre drin. Das sind auch noch ein paar Empfehlungen, was man machen kann, vorbeugend und auch im Nachhinein, wenn man nach der Impfung Probleme hat, stehen einige Sachen in dieser Broschüre. Wer Interesse hat, kann die sich bei mir abholen. Und wie gesagt, ich kann auch noch mal die Informationen weitergeben zu dieser Empfehlung von der Gesellschaft Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.